Wieso laufen wir eigentlich nicht generell zu Fuß bei dem Spiel? Ja, das wäre, glaube ich, am besten. Das Ein- und Aussteigen in den Hubschrauber. Doch, da sind zwei. Das Ein- und Aussteigen in den Hubschrauber dauert länger als das Fliegen zur nächsten Station. Oh. Hast du gerade beide einfach so im Laufen erwischt? Ja. Okay, die läuft das. Noch nicht mal so schnell aus der Drohne wieder raus. Ja, hast du gesagt, das sind nur zwei? Dachtest du wieder jetzt Rambo. So, ich nehme jetzt mein Auto, weil ich keinen Bock habe noch auf einen Hubschrauber. Moment, ich fahre. Oh Mann, warte, ich komme. Lauf, Johnny, lauf! Und ab in die Tür, so. Ab in die Tür! Nein, wir brauchen, ja, das Problem ist, wir brauchen einen Hubschrauber. Weil da ist ein Fluss dazwischen und ich habe jetzt keinen Bock, die Brücke zu nehmen, weil die Brücke dauert ewig. Ich mach das. Unidad-Hubschrauber! Unidad! Hol die Drohne raus! Ah ja, warte. Er fliegt vorbei! Nein, ich habe den Hubschrauber fast gemacht mit der Drohne. Ich saß doch draußen. Ja, keine Sorge, zwei Meter entfernt ist unser Alter. Ja. Ist kein Problem. Ist nicht wahr, ey. Oh Mann. Diesmal saß ich doch draußen. Wo ist er hin? Ich sehe nicht. Steigst du wohl ein? Ach, guck an, und da ist die eine Basis. Wo wir so episch gekämpft haben. Wo wir 4 Sterne hatten und nichts ist passiert, außer 1 Stern. Ja, das stimmt. Eigentlich hätten wir uns ein Boot nehmen können, wenn wir eins gehabt hätten. Wenn wir es nicht in die Luft gejagt hätten, das Holzboot. Wie weit ist denn das Fragezeichen hier links entfernt? Oder bin ich schon dran vorbeigeflogen? Ich guck mal kurz. Ja, bist schon dran vorbei. Das Fragezeichen hat er gar nicht angenommen, wo wir mit dem Hubschrauber waren. Unten. Was? Ja. Hier. Das ist immer noch unbekannter Ort. Ja, da sind wir gerade rüber geflogen. Das ist nicht der Ort, wo wir waren. Achso. Nee, das ist ja das, wo ich gerade gesagt habe, das andere hat er angenommen. Wir sind ja gerade über den Fluss geflogen. Okay. Lass mich mal da oben runter. Ich spring auf die drauf, dann mache ich mal Kamikaze. Okay, mach eine Arschbombe, okay. So. Wie das aussieht, wie du da lang fliegst, Alter. Wie ein Eichhörnchen. Das Geile ist, ich kann im Sinkflug schneller runter als du mit deinem Fallschirm. Einen hatte ich gesehen. Nur einer? Ne, zwei Stück, aber beide sind tot. Okay. Wo war denn der zweite? Hinterm Haus versteckt. Achso. Ist da was drin? Munitionskiste noch, mehr nicht. Achso. Also nichts zum Sammeln. Keine Ressource oder so. Ich komme echt nicht klar mit dem Spiel, ey. Das ist der Hammer. Wirklich. Explodierende Boote. Das ist ja cool, dass wir hier gerade im Schatten lang fliegen. Ja, der Nebel ist auch jetzt cool. Also bei mir habe ich so einen Nebeleffekt jetzt gerade auch. Ja, habe ich auch. So, dann versuchen wir nochmal so einen leichten Hauch von Taktik hinzukommen. Mann, die müssen echt viel Geld machen mit ihren Drogen. Oh, da guckt einer uns gerade an. Ich sniper ihn mal kurz weg. Ist mit dem Rücken zu uns. Ach, der da. Tango getroffen. Ja, geil, ich bin so blind. Weg ist er. Ja, du hast ihn nicht getroffen. Bei mir. Es kam eine Blutwolke. Ja, du hast an seiner Hand vorbeigeschossen. Auf einmal kam eine Blutwolke. Bei mir hatte ich die Animation, als ich getroffen hatte. Einer ist da noch. Ja, der ist hier. Ich muss noch so einen 3-Kilometer-Schuss machen mit der Sniper. Das nervt mich ein bisschen. Das ist eine 300. 300?
Ja. Egal, 3 Kilometer kriegen wir auch hin. Das glaube ich sogar bei uns. Das glaube ich sogar bei unserem Glück. Wie bei XCOM, meine Biografie mit dir, mit dem Endboss. Genau. Du hast mit einem präzisen Schuss über 2 Kilometer den Oberanführer der Aliens weggeschossen. Zeugen besagen aber, dir sei die Waffe runtergefallen, dabei habe sich der Schuss gelöst. Lass mal erst den machen und danach jetzt wieder Den hoch. Konvoi, ne? Ach Konvoi? stimmt, der Konvoi ist ja auch noch unten. Ja, dann können wir auch noch fix machen. Ja. Oh, da ist wieder ein Unidad-Hubschrauber. Was meinst du? Ah ne, du bist doch im Hubschrauber drin. Nee, Ja, nee, ich nee, bin nicht nee. im Den Film Hubschrauber. kenne ich. Den kenne ich, den Film. Fliege ich auf den Konvoi zu? Ja, muss noch ein bisschen rechts fliegen noch. Okay, die Straße entlang, ne? Ja. Ah, ich sehe sie Ja, schon, ich genau. sehe sie schon. Jetzt trifft alles, aber nicht das Ziel. Ja, ich schwör's dir, ich fliege gerade drauf zu, ich treffe alles. Ich fliege gerade drauf zu, ich treffe nichts. Okay, das Oh, Männchen wow. ist explodiert, was aus dem Wagen gefallen ist. Jetzt habe ich die Granate erwischt. Okay, der Wagen ist. Oh nein! Was machst du denn? Ich warte auf Wiederbelebung. Ja, merke ich. Du kannst ja auch nicht mitten im Flug rausjumpen. Wo sind denn da welche? Ich habe gedacht, da wäre es tief genug rechts von Stein aus gesehen. Und hinter Ja, dran ist auch einer. Das waren 10 Minuten. 10 Meter, weißt du? Nein, ich muss lachen. Fick dich. Fick Da, dich. Der läuft jetzt. Sieht nach Unidad-Konvoi aus. Ich sehe Truppen. Ja, das war's. Mehr sind da nicht mehr. Kannst du sehen. Also den Zivilisten weggeknallt, der im Auto war. Ich dachte, die kriegen ihn raus, dass er wegrennt. Dass er Jetzt nicht mit kommt in der natürlich die Explosion ist. Verstärkung erst. Ja, ist doch immer so. War was? Die Ausrüstung sieht gut aus. Ey, diese. Ich brauche nur ein Fadenkreuz, damit ich ungefähr weiß, wo ich hinschieße. Wo weißt du, das Dumme steigt ist er ja. aus? Das Dumme ist ja, weißt du, selbst wenn du ein Fadenkreuz hast, die Knarre dreht sich ja anders, ne? Ja. Also bringt dir selbst nicht, wenn du, sagen wir mal, einen Konfetti auf dem Bildschirm klebst oder so. Aber der U-Turn ist geil bei der Karre. Lässt sich. Da ist noch einer, okay. Ja, egal, scheiße, okay. Die anderen Rebellen kümmern sich gleich drum. Ja. Ich hab gerade die Karre, ne? Ort markiert. Ach, wir haben vorne rechts einen Platten, deswegen. Ja, man sollte auch nach auf die Straße gucken und nicht gucken, wo da eventuell das Fragezeichen ist. Nach B. Okay, ich bin unter. Ich schaue, wie ich da hinkomme. Okay, das mit dem Sonnendurchbruch durch die Wolke gerade da hinten, das sieht geil aus. Und der Blitz natürlich auch. Oh, das sah ja, schön ich habe den Blitz auch gesehen. Da macht wieder einer rote Signal. Da hinten das Schloss, ohne Scheiß, Mann. Wir müssen da unbedingt mal hin. Ich will wissen, was das ist. Können wir noch machen, ja. Pass auf, wenn wir auch nur ansatzweise in die Nähe kommen, kommen gleich 4, 5 Abwehrraketen oder so. Wahrscheinlich. Hast du dir jetzt zufällig mal dieses meine Serie Hank and Friends angeguckt? Nee, das habe ich noch nicht angeguckt. Musst du mal machen mit der Open Beta von Wildlands. Da waren auch ein paar coole Momente. Und zum Beispiel eine mit einem Raketenteil. Wir haben ein Flugzeug geholt, was übelst im Arsch war. Ich konnte so gut wie gar nicht mehr lenken. Auf einmal kommt so ein Abwehrpanzer und schießt eine Rakete hinter uns und wie ich die ausweiche. Da muss ich sagen, das war selbst für meine Verhältnisse Profi-Style, Alter. Sieht aus wie Uni da oben. Ich fürchte es. Ja. Wir müssen nur den Ort erkunden, ne? Ich glaube nicht, dass er ein Objekt ist, hoffe ich zumindest. Oh ja, das ist eine fette Basis. Ah, bleib mal stehen hier, hinter Felsen. Weil da oben ist nämlich einer am Turm. Dicht beim Mars
Du kannst links den Berg hoch. Links ist ein hoher Felsen. Boah, scheiße, Alter. Ich weiß dich mal ein von oben. Ja. Ja, es sind Unidad. Es sind Unidad. Achtung, Kampfhubschrauber. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Die Drohne fliegt. Wir haben den Auto entdeckt, ne? Ein Heli, los runter. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Hab ein drittes Ziel. Ich habe jetzt ihn mit Maschinenpistole. Ja, Ort haben wir entdeckt. Also wir müssen nicht rein in die Basis, ne? Ne, ich guck nur, ob hier was ist. Mhm. Ressourcen gibt's hier. Ja. Eine Mörseranlage gibt's hier noch. Ja, Mörseranlage, Minigun. Ja, und Alarm ist auch noch drei. Ja, nee. Oh, mal ein schwarzer Scorpion-Hubschrauber mal wieder. Nee, komme ich nicht ran. Ja. Ja, ich weiß nicht, wollen wir die paar Ressourcen holen oder? Meinst du, also lohnt sich nicht? Nicht für den Aufwand, ey. Ja. Weil, denn da müsste irgendwas richtiges Geiles sein. Waffenteil oder sowas, dann würde ich sagen, okay. Dann würde ich sagen, ist von hier aus sichtbar. 300 Meter, ne? Gut, dann ist das von hier eine erhöhte Position. Dann gucke ich mal nach, dass ich von 300 Meter jemanden treffe. Es sind noch 800, also keine Sorge. Ich weiß, genau. Jetzt so, Treffer. Was? Hab ihn. Kugel, genau, die Kugel kam an. Ja. Was hast du gemacht? Ich bin gestolpert, alles klar. Genau. Meine Waffe ist gefallen, der Bolzen hat sich gelöst. Der Bolzen hat sich sogar gelöst. Boah, pass auf, weil hier geht's richtig runter. Der Bolzen hat sich gelöst. Die Patrone ist aus dem Schaft genau. rausgeflogen genau. und ist an einem spitzen Stein aufgeschlagen. Aber er hat sich der Schuss gelöst aus der Patronenhülse. Genau. Die wiederum ein Erdbeben verursacht hat, der den Erdrutsch zu viel geführt hat, dass ein Felsen auf die Basis gerollt ist. Ja. Ah, perfekt. Alter, okay, das sieht gerade geil aus, wie die Sonne hier. Siehst du das, wie die Sonne im Schlamm reflektiert? Das sieht ja mega geil aus. Okay, das heißt, ich kann diesen Felsen hier oben benutzen. Du kannst noch weiter, hier gibt es auch noch einen Berg. Also, der Berg hier vor uns ist, zählt auch noch als Erhöhung. Scharfschütze im Turm. 300 Meter von hier. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ah. 330. Wo markierst 20? Du denn da die ganze Zeit Leute? Ich sehe da keinen. Okay. 10. Ah, hast jetzt. Du von dort aus eine freie Schussposition? Ich sehe eine montierte Waffe. Ja. Ist doch 362, das Geschütz ist 362 Meter entfernt. Das linke. Das sind eine ungefähre Angaben. Okay, dann kann ich den Typen ja da wegputzen. Die rechts sind 285. Wir müssen über die Straße definitiv jemanden haben. Ja. Der ist 207. Vermisst du sie? Jeden verdammten Tag. Ändert aber nichts. Es sind jetzt nur noch 190 Meter, warte. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten. Kannst keinem sagen, wo du hingehst. Muss auf 300 kommen. Heute bist du noch da und morgen weg. Keine Ahnung, wie die das machen. Ich bin froh, auf ehrliche Art geschieden zu werden. Ich sehe noch montierte Waffe. Wenn ich zu Hause bin, ich schaue noch mal ein bisschen. Ich gebe ihnen alles, was ich habe. Und hoffe, es ist. Ich glaube, hier auf dem Felsen kann ich das machen. Warum ich immer noch Single bin. Mich interessieren nur 315 Meter ist der. Der eine in dem Geschütz hier. Ich glaube, den Krieg könnte ich auch kriegen, aber. Boah, wie weit ist denn entfernt? Nee, Mann, Alter, ich brauche eine freiere Schussbahn. Was ist der? 277. Okay, der geht. 286 bei mir, 290. Ganz rechts, der in der Hütte, siehst du den? 290. 290 Meter. Der da ist 307 Meter. 303, 2, 1. Okay, der da wäre was für mich. Was ist mit dem? Wenn du X drückst, dann sehe ich ihn. Den kannst du mit einer 1 oder so markieren. Nee, der ist 281. Ist das ein Gegner da hinten? Ich erkenne ihn nicht, das ist das Problem. Also ich sehe keinen am Geschützturm, das ist das Problem. Ich zähle 5. Ja, ich probiere es mal, 318 Meter. Drück X, dann sehe ich, welchen du meinst. Den, okay. Habe ich mir gedacht, dass es der war. Ich zoome mal ran. Abi, 316 Meter. Okay. Aber nichts bekommen.
Das ist nichts bekommen. Das Nein? ist aber ein Erfolg. Ganz sicher 300 Okay. Meter? Ja, 300. Ich habe 316 gehabt, stand drauf. Ja, also dass man exakt 300 haben muss, glaube ich nicht. Aber über. Guck nach. Aber ich Du hast ja die, gehe mal in kannst die ja gucken. Trophäen rein. Ja. Weil der Erfolg ist auch gleichzeitig eine Ubisoft Ich habe 316 Meter gehabt. Auszeichnung. Wo siehst du denn da immer einen an dem Geschütz? Bin ich blind? Den habe ich jetzt getroffen. So. Sie haben Ihren ersten Boss, das interessiert mich nicht. 100 Sortier nach Gegner. letztes. Da ist schon wieder ein Konvoi, okay. 400 Meter. 400 jetzt? Ja, steht 400 drauf. Es waren noch immer 300. Warte mal, dann vielleicht habe ich das mit dem Ubisoft Club verwechselt. Ich guck mal gerade. 400 Meter. Ja. So, ich gehe mal weiter nach hinten. Ja, ich schaue noch mal bei Ubisoft rein. Mal gucken. Dies, das und jenes. Da brauche ich aber ein ganz anderes Gewehr, Mann. Holen Sie einen Atemzug in dünner Luft. Gibt's eine Auszeichnung? Wahrscheinlich gibt es wieder den höchsten Punkt im Spiel finden. Wahrscheinlich, ja. Nee, komischerweise sehe ich es nicht. Aber ich habe das gesehen mit 300. Wieso denn auf einmal 400? Es waren immer 300. Tja, da brauchen wir definitiv einen anderen Standort. So, ich sehe ihn. Wo bist du denn? Oha. Welchen? Der Schuss, Alter, der viel höher. Bisschen niedriger. Fuck, er ist weg. Naja, warte. Er läuft in das Haus. Die suchen uns vorsichtig. Viel niedriger. Alles sauber. Niedriger. Noch niedriger. Ja, der war super. Ah, was? Er läuft! Du hast ihn getroffen! Verstärkung für die An. Ohne Scheiß, du hast ihn getroffen. Da ist irgendwas gespritzt. Er ist weggelaufen. Wie kommt man da hoch? Na komm, so. Wie bitte? Boah. Was ist das denn da unten? Ach du Scheiße. Von links. Ja, Verstärkung ist es. Wie bitte? Die sind unten an der Straße leider. Mal gucken, wie weit ist denn das weg? Hab ihn. Und? Ja, hab ihn. Weiter Schuss. Okay. Den am Fenster versuche ich mal mit der 1. Ja. Oh, Scheiße, haut ab. Jetzt geht er natürlich so, dass es nur 396 sind. 297. Scheiße. Achtundneunzig, deine Mutter. So ein Dreckiger. Bei mir war es auch so. Ich habe ihn einfach nur durch das Tor dann durchgeschossen. 98, 99, 400. Kannst du mich mal ein bisschen einweisen, ob ich höher oder tiefer muss? Ja, warte. Ich gucke mit dem Fernglas durch.
Ach, kletter mal kurz hier hoch. Ach, guck mal, wenn ich die Luft anhalte, ist der Bullet Drop komplett anders. Interessant. Ein bisschen weiter nach links und höher. Ja, der war gut. Bisschen tiefer. Ja, ein bisschen nach links. Bisschen höher. Links, okay. Ja. Ja, jetzt nur ein Stückchen höher. Boah, warte, ich muss noch ran. Ah, der war zu hoch. Ein Ticken tiefer. Ein bisschen tiefer noch? Noch tiefer? Ja. Noch ein Ticken. Okay, jetzt. Also rein theoretisch triffst du ihn, nur die Wand ist da irgendwie noch zwischen, dass du ihn nicht richtig. Ja, ich weiß nicht, ob ich von der Position immer noch die 400 Meter habe, weißt du? Das ist das Problem. Ich, weil ich ihn nicht sehe, kann ich ihn nicht. Okay, das ist natürlich scheiße jetzt. Ja, ansonsten müssen wir ihn irgendwie rausscheuchen. Ich versuche diesen einen da rechts, der auf der anderen Straßenseite ist, der in der Hütte drin ist. Ja. Mal gucken. Weißt du was? Ich scheuche die mal ein bisschen auf. Okay. Oh, hier. Vorsicht, ein Schwarm Vögel, Alter. Sah auch geil aus. Ah, dass sie sich mal neu postieren sollen. Wenn es geht, versuch mal den auf der anderen Straßenseite auch zu markieren. Wenn es geht. Ja. Aufzuscheuchen. ...85. Ich muss weiter weg. Okay, der läuft. Nein! Der ist zu nah gelaufen. 396 wieder. Okay, da unten ist einer. Oh, lass mich mit Fernglas gucken. Der ist im Haus. Warte. 457 Meter. Der ist genau an der Türkante. Bisschen nach links noch. Bisschen höher? Ja, der war schon gut. Bisschen höher noch. Bisschen nach links? Alter, noch ein Ticken. Na, ich scheiße, ich muss nachladen. Letztes Magazin. Der guckt nämlich aus dem Türrahmen rauf. Bisschen zu hoch. Jetzt, Alter, das war ein Treffer. Ist nicht wahr. Kannst du den Typen unterm Stein treffen? Ist der vielleicht näher? Weil da ist nämlich einer, der unten am Stein ist. Kannst du ihn markieren? Kannst du markieren? Ich versuche es. Ich habe da einen hinlaufen sehen, aber da, ich sehe seinen Kopf. Ich sehe ja, seinen genau, Kopf. Den da. Oh Gott. 400? Da ist er, wenn das jetzt ein Treffer wird. Nein, er läuft! Jetzt kommt der andere raus. So, wie viel Schuss habe ich noch? 5. So, ich habe ihn markiert, den einen. Der Typ steht richtig im Freien. Nein! Ihr kleiner Kackviecher! Er hat die scheiß Gatling Gun! Ihr Pisser! Hat er ihn mit der Gatling Gun selber einfach weggeschreddert. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der bei dir im Haus war? Ist der tot? Anscheinend, weil ein Soldat hat ihn umgebracht. Es ist nur noch einer, der. Also, es ist nur noch einer. Ja. Warte, der ist da hinten. Ich hol ihn mal raus. Da kommt ein Lieutenant. Los, komm da raus. Sag mal, ich hab so oft auf. Millimeter, ey. Oh, was ist denn das da? So, 200. Der Typ kommt jetzt raus. Er ist jetzt direkt im Fenster. Ich hab so einen scheiß Turm davor. Ich hab den Turm davor. Ich geh in die Basis mal rein und verscheuche ihn. Da, jetzt läuft er. Sehr gut. Oh nein, da ist ein Widerstandskämpfer. Die werden ihn umbringen, zwei Stück sogar. Einer ist tot. Ja, die haben ihn umgebracht. Scheiße. Leg mich am Sack. Ja, müssen wir die nächste Basis mal nehmen dann. Hier links sind nur noch welche.
stimmt, ja. Ich gehe mal so weit wie ich kann in die Basis rein, weil kann ich die dann wegzimmern. Ich nehme dann das Dokument hier schon mal auf, dann. Oder was das da war. Hier ist ein Dokument. Ach so knapp, Mann. Nervt mich. Vor allen Dingen so oft daneben geschossen. Also was heißt so knapp daneben geschossen? So, wie komme ich jetzt hier rein? Häuserwand. Wo kommen die ganzen Rebellen her? Er macht wieder einfach die Jump-Action.